Herzlich willkommen zur heutigen Coffee Lecture. Mein Name ist Jan Timmer, ich bin von der zentralen Auskunft am Standort Conti Campus und ich möchte heute etwas zum Thema erzählen: Ein Kaffee zu Hause mit Citavi oder To Go mit Zotero. Es geht quasi um Literaturverwaltungsprogramme im Vergleich. Also schnappen Sie sich einen Kaffee und ja, dann geht's auch gleich los. Was sind Literaturverwaltungsprogramme? Ganz grundsätzlich sind es Programme, die einen helfen, den Überblick über die gesammelte Literatur eines Themas zu behalten. Das können sein, wenn Sie eine Hausarbeit schreiben oder halt irgendwann Ihre Abschlussarbeit oder ein Projekt haben. Je länger man im Studium ist, desto mehr Literatur kommt in der Regel dazu. Und bei der ersten Hausarbeit kann es auch sein, dass man mit 5, 6 Quellen, die liegen auf dem Schreibtisch, das ist kein Problem. Aber bei einem größeren Projekt, wo man vielleicht mit 80, 100 Quellen arbeitet und mit mehreren Leuten vielleicht zusammenarbeitet, kann es vielleicht schwer sein, den Überblick zu behalten. Da unterstützen Sie solche Programme wie halt Citavi oder Zotero. Des Weiteren kann man seine Quellen damit nachweisen. Das gilt, ne? Sie können damit Ihr Literaturverzeichnis erstellen und Sie können auch Dateien verwalten. Das heißt, Sie können zum Beispiel Ihre gesamten PDFs zentral in diesem Literaturverwaltungsprogramm speichern. Und wie sein Kollege mal so schön gesagt hat, Literaturverwaltungsprogramme sind kleine Zeitmaschinen. Sie helfen Ihnen, Zeit zu ersparen. Und gerade bei einer Abschlussarbeit ist Zeit ein enorm knappes Gut am Ende. Ja, welche Programme gibt es da? Es gibt eine ganze Menge. Ich habe hier mal den Header von einem bekannten größeren Blog in dem Bereich eingefügt. Da sieht man so einen kleinen Überblick. Es gibt noch weitaus mehr. Aber halt, es ist ein großer Pool an Programmen. Wir haben hier bei uns an der TEB zwei herausgezogen. Das ist einmal Citavi und einmal Zotero. Und wie gesagt, so ein bisschen plakativ habe ich die beiden halt als Kaffee zu Hause und Kaffee to go eingesetzt. Das ist ja, wie gesagt, plakativ, weil einerseits kann man Citavi natürlich auch über den Laptop unterwegs einsetzen und Zotero kann natürlich auch zu Hause genutzt werden. Der Unterschied ist einfach nur, dass Citavi ein bisschen größer und mächtiger ist, Zotero sehr schnell und einfach zu installieren und ich würde jetzt, wir gehen einmal mal die Programme durch. Starten wir erstmal mit Citavi. Citavi ist halt ein sehr umfangreiches Programm. Es besteht aus drei Programmteilen, die ich hier mal kurz aufgeführt habe. Es hat eine sehr starke Literaturverwaltung. Das heißt, Sie können Ihre Literatur damit sammeln und sehr viele Sachen hinzufügen. Es hat, und das ist fast ein Alleinstellungsmerkmal von Citavi, es hat eine starke Wissensverwaltung. Das heißt, Sie können damit Zitate, Gedanken, Ideen, Textfragmente sammeln und die später in Ihre Arbeit auch mit einfügen. Wenn man das richtig einsetzt, ist Citavi da ein sehr hilfreiches und mächtiges Programm. Und als dritter Programmteil gibt es noch eine Aufgabenverwaltung. Wenn Sie an Ihrer Abschlussarbeit sitzen, Citavi jeden Tag aufmachen, kann einem das sehr helfen, wenn man halt mit, ja, wenn das Programm erinnert, keine Ahnung, das Buch muss jetzt in die Bibliothek zurück oder so etwas. Oder bis dahin muss ich das Buch ausgewertet haben. Hier ist der Kernprogrammteil. Das ist halt die Literaturverwaltung. Wir sehen, es sieht sehr, es ging zumindest mir so, als ich das erste Mal das Programm aufgemacht habe, es sieht sehr umfangreich aus. Sie haben links haben Sie die Liste der Literaturstellen, die Sie gesammelt haben. In der Mitte haben Sie dann halt die genauen Informationen über die ausgewählte Literaturstelle und rechts haben Sie eine Vorschau. Wenn Sie das Ganze zum Beispiel als PDF darin gespeichert haben, kann man sich das direkt hier einsehen und das auch so direkt bearbeiten. Sie sehen da vielleicht rechts oben so gelbe und rote Stifte. Das heißt, man kann Text annotieren, man kann direkt Zitate rausziehen. Und wie gesagt, die PDFs sind zentral gespeichert an einer Stelle in Citavi. Man muss nicht in 1000 Unterordnern suchen oder so etwas. Und in der Mitte sehen Sie auch die ganzen Reiter, Übersicht, Titel, Inhalt, Zusammenhang, Zitat und so weiter. Man kann sehr, sehr viel Informationen in Citavi an die Literaturstellen ranhängen. Wie, keine Ahnung, eine Inhaltsbeschreibung, einen eigenen Kommentar dazu, man kann es bewerten, man kann die ganzen bibliografischen Angaben natürlich, das ist der Kern, ne, darum geht es ja, aber halt ganz viele Sachen kann man damit machen. Und Citavi bietet halt für jeden Programmschritt, den man mit Citavi machen kann, mindestens 5 verschiedene Möglichkeiten,
gefühlt. Und dadurch wirkt es auf den ersten Blick ein bisschen unübersichtlich und man muss sich so ein bisschen reindenken. Dafür ist halt für jeden dann auch sozusagen der richtige Weg dabei und man kann sich so ein bisschen, ja, sich selber sozusagen so einen Weg erstellen, wie man mit Starby gut arbeiten kann. Genau, das wird man immer nutzen, die Literaturverwaltung. Das ist das, was das Programm ausmacht. Ich habe schon gesagt, die Wissensverwaltung ist ein sehr mächtiges Tool. Wenn man das richtig einsetzt, kann man hier ein Kategorienschema erstellen. Damit können Sie halt Ihr Inhaltsverzeichnis zum Beispiel darstellen oder Themen sortieren. In der Mitte haben Sie dann Ihre Wissenselemente, so heißt das. Das sind halt Zitate, direkt oder indirekt. Es können aber auch Ideen sein, Gedanken, die Sie gesammelt haben. Und die kann man hier mit Citavi dann sammeln. Da hat man eine zentrale Stelle, wo man sozusagen sein Wissen über die Arbeit zusammengepackt hat. Genau, rechts ist dann auch wieder eine Vorschau, wo man dann sieht, wie das Zitat aussieht oder der Gedankensplitter, den man da gerade gesammelt hat. Und der dritte Programmteil, die Aufgabenverwaltung. Hier sehen Sie halt die Aufgaben. Ja, wie gesagt, das ist etwas, ne? Da kann man dann halt einstellen, bis dahin muss die Arbeit fertig sein, bis dahin muss das Buch zurück sein und so weiter. Ne? Das ist halt jetzt nicht ein Kaufkriterium für Citavi, aber es ist ein sehr hilfreiches Tool, was man halt gut nutzen kann. Gut, das im Kurzüberblick über Citavi. Was kann Zotero? Na, Zotero ist einfacher gestaltet. Wir kommen gleich nochmal, zeige ich nochmal beide Programme im Vergleich sozusagen. Zotero ist sehr schnell herunterzuladbar, schnell nutzbar und sie haben aber nur quasi diesen einen zentralen Schirm. Es gibt keine Wissensverwaltung, dafür konzentriert es sich rein auf die Literaturverwaltung. Man kann Wissen damit verwalten, man kann Notizen dazu hinzufügen, das ist auch durchaus möglich. Aber ja, ne, also es ist wirklich ein einfacheres Programm. Und Sie haben hier links halt Ihre Sammlung, wo Sie halt Ihre Themen sammeln. Es gibt auch nur eine Literatursammlung, wo halt alles reingepackt wird. Man muss dann mit Ordnern arbeiten, um die sozusagen eigenen Hausarbeiten oder sowas zu unterscheiden. In der Mitte haben Sie dann halt die Literaturstellen und rechts dann auch wieder so eine kleine Vorschau, wo Sie dann halt die bibliografischen Angaben sammeln, Notizen. Sie können es verschlagworten, um schneller wiederzufinden. Das geht natürlich bei Citavi auch. Und ja. Es ist, wie gesagt, weitaus übersichtlicher und schneller zu bedienen. Von daher so ein bisschen ein Programm, was man to go nutzen kann. Zotero hat einen großen Vorteil. Citavi holt da ein bisschen auf, aber Zotero ist sehr, wie soll man es nennen, Social Media affin. Das heißt, die haben die Möglichkeit, einen Account zu erstellen. Sie können sich dann mit diesem Account bei Zotero.org anmelden und können sich dann mit Leuten vernetzen. Wenn Sie zum Beispiel Wissenschaftler oder halt Studierende kennen, die das auch nutzen, können Sie sich mit denen vernetzen und sehen, was die zum Beispiel Zotero sammeln. Sie können Gruppen bilden, wo Sie dann gemeinsam Literatursammlungen bilden und ja, können sich hier austauschen. Es gibt ein Forum. Und ein großer Vorteil von Zotero ist auch, das Programm ist Open Source. Das heißt, es ist grundsätzlich immer kostenfrei und sofort nutzbar. Sie sehen hier rechts oben steht noch Upgrade Storage. Das liegt daran, dass wenn Sie Zotero tatsächlich online nutzen, also Sie können Ihre ganzen Daten auch online speichern, dann haben Sie 300 Megabyte frei. Wenn Sie die irgendwann mal aufbrauchen, dann müssten Sie halt Speicher tatsächlich bei Zotero kaufen. Das ist aber das Einzige, wo Zotero kostenpflichtig ist. Das im Gegensatz zu Citavi. Und da kommen wir jetzt auch schon ein bisschen zu den Unterschieden. Dafür fragen wir mal hier bei dem Vergleich, wie sieht es da aus? Da haben wir einmal Citavi, das Office-Programm sozusagen, was Sie halt hier von zu Hause nutzen, aber ja, das nur als Beispiel. Genau, Citavi ist ein kostenpflichtiges Programm. Das heißt, Sie müssen dafür eine Jahreslizenz bezahlen, solange Sie hier studieren oder an vielen, vielen anderen Hochschulen nicht nur in Hannover, sondern auch in Deutschland, ist eine Campuslizenz dabei. Das heißt, solange Sie hier studieren oder arbeiten, können Sie das Programm kostenfrei nutzen, da hat die Universität für bezahlt. Und das ist halt ein Unterschied zu Zotero. Zotero ist halt bis auf diese Online-Speichersache kostenlos. Citavi ist sehr umfangreich. Man braucht ein bisschen, um sich reinzudenken, um sich reinzuarbeiten, hat aber dann natürlich die großen Vorteile, dass man halt viele Sachen machen kann damit. Zotero ist dagegen sehr schlicht gehalten und schnell bedienbar. Man kann sich sehr schnell damit sich schnell einarbeiten und es dann schnell nutzen. Ein Alleinstellungsmerkmal quasi von Citavi ist wirklich die Wissensverwaltung. Das ist etwas ganz Besonderes. Das hat kaum oder
kein anderes Programm. Und Zotero im Vergleich hat es halt nicht. Ne? Da, wie gesagt, man hat Notizen, die man anfügen kann, aber jetzt keine so mächtige Wissensverwaltung wie Citavi. Dafür ist es ja vielleicht auch ein kostenpflichtiges Programm. Großer Nachteil von Citavi ist, dass es nur auf Windows läuft. Es ist eine reine Windows-Programm. Man kann es auf dem Mac nutzen, wenn man halt eine Parallels-Oberfläche nutzt. Aber das ist recht umständlich, möglich, aber halt umständlich. Zotero ist da im Vergleich plattformunabhängig. Ne? Man kann es auf den großen Linux, Mac oder Windows halt nutzen und halt schnell auch herunterladen. Und Citavi hat zwar eine Teamversion, wo sie sich auch austauschen können, und sie haben auch die Möglichkeit, den Cloud-Speicher von Citavi zu nutzen. Aber es hat jetzt keine Social-Media-Komponente, dass sich mit anderen Leuten vernetzen können oder halt Gruppen bilden können, einfach so oder nach Gruppen suchen können oder sowas. Das ist halt eine Stärke von Zotero, da kann man sich sehr gut mit vernetzen. Beide können PDFs speichern. Bei Citavi kommt dann noch dazu, dass sie halt die PDFs nicht nur speichern können, sich dort ansehen können, sondern auch wirklich damit arbeiten können. Sie können die annotieren, ne, unterstreichen oder sowas. Sie können halt Zitate direkt sofort rausziehen und sofort als Wissensdokument speichern. Das ist schon eine große Stärke. Sie haben einzelne Projekte in Citavi. Das hat Zotero nicht. Zotero ist halt eine Literatursammlung, die man sich dann selber verwalten muss. Bei Citavi kann man halt jede Hausarbeit, jede Abschlussarbeit, ja, es gibt ja meistens nur eine, aber jede Arbeit halt als Projekt speichern. Beide haben dann auch noch eine Möglichkeit, Literatur rauszugeben. Wie gesagt, Sie können automatisch ein Literaturverzeichnis damit erstellen. Das geht bei beiden. Bei Citavi ist es, weil es halt wirklich auf Windows basiert ist, für Office, halt für Office Word nutzbar. Da ist ein Add-in, was dann mit installiert wird. Bei Zotero ist es halt für Word und LibreOffice, und es gibt auch durchaus noch Tools, die auch bei anderen Programmen noch arbeiten. Ja, wenn Sie Interesse an einer Schulung haben, weil das hier zwar jetzt nur ein ganz kurzer Einblick, und ja, da ich kann die Programme hier nicht explizit zeigen, das würde zu lange dauern. Dafür haben wir Schulungen, zurzeit halt das Webinar durch Corona. Melden Sie sich einfach an, oder besser, brauchen Sie sich bei dem Webinar nicht mehr anzumelden, sondern einfach nur auf den Link klicken, wenn der Termin ist. Und dann zeigen wir Ihnen die Programme. Ansonsten, wenn Sie noch Fragen dazu haben, haben wir hier einen Link. Was hat kein Link, sondern eine E-Mail, die Sie ansteuern können und da eine Frage stellen können. Oder Sie können es auch direkt an den Auskunftsplätzen anrufen. Ja, das war's von meiner Seite. Dann vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Trinken Sie noch Ihren Kaffee und bis bald in Ihrer Bibliothek.